Die islamische Überlieferung über den Koran beginnt vor 1400 Jahren in einer kargen Region der arabischen Halbinsel. Bei einer solchen Gelegenheit zieht sich Mohammed in eine Höhle außerhalb von Mekka zurück. Dort hat er eine Vision, die die Welt verändern wird. Der islamischen Überlieferung zufolge wird ihm in dieser Höhle das Wort Gottes offenbart. Eine Kette von Ereignissen beginnt, die unsere heutige Welt nachhaltig prägt. Im Jahre 610, so heißt es, wird Mohammed während einer solchen Kontemplation in der Höhle von einer überwältigenden Präsenz ergriffen. Auf einmal fühlte er diesen mächtigen Druck in seiner Brust. Er war von Dunkelheit eingehüllt und es fühlte sich an, als würde er von einer riesigen Hand erdrückt. Er konnte kaum atmen. Hörte er diese Stimme, die sagte: Lies, lies. Er war geschockt, fragte sich wahrscheinlich, ob er wirklich etwas gehört hatte. Dann hörte er es wieder und sagte: Ich habe doch nichts vorzulesen. Schließlich offenbarte ihm die Stimme der Überlieferung zufolge der Erzengel Gabriel die ersten Zeilen des Koran. Sure 96, Vers 1-5. Lies im Namen deines Herrn, der erschuf. Er erschuf den Menschen aus einem Blutklumpen. Lies, denn dein Herr ist allgütig. Der mit dem Schreibrohr lehrt, lehrt den Menschen, was er nicht wusste. Auf einmal wird er das, was die biblische Überlieferung einen Propheten nennt. Er will sich am liebsten umbringen. Doch Khadija macht ihm klar, dass Gott ihn erwählt hat, ihn zum Propheten gemacht hat und er keine Wahl hat, als die Botschaft zu verbreiten. Sure 73, Vers 8-9. Und gedenke des Namens deines Herrn und wende dich ihm von ganzem Herzen zu. Er ist der Herr des Ostens und des Westens. Es ist kein Gott außer ihm. Darum nimm ihn zum Beschützer. Es war ein Warnruf an die Bürger von Mekka. Nach Ansicht des Propheten hatten sie die Kenntnis des einen höchsten Gottes, der alles schuf und regiert, aus den Augen verloren. Der Gott, von dem Mohammed spricht, ist ruhmreich und gnädig, doch er ist auch zornig. Der Prophet warnt die Menschen von Mekka, dass ein Tag des Gerichts kommen wird, an dem sie die Konsequenzen ihrer weltlichen Handlungen tragen müssen. Da kommt dieser Mann, der für seine spirituellen Mahnwachen bekannt ist, stellt sich auf den Marktplatz und sagt: Die Welt wird enden. Der Gott, der die Welt erschuf, wird sie zu Ende bringen. Und ihr seid Teil davon. Das ist eine machtvolle Botschaft. Eine machtvolle Botschaft, aber keine neue. Mohammed stellt klar, dass der Koran dieselbe Offenbarung beinhaltet, die schon vor Jahrhunderten an Juden und Christen gesandt wurde. Eine Botschaft über Gottes Plan für die Menschheit. Doch nun kommt die Offenbarung zum arabischen Volk, und zwar erstmals in ihrer eigenen Sprache. Der Prophet sagte nie: Ich bringe euch eine neue Religion. Er sagt: Ich bin ein Bote und bringe dieselbe Botschaft, die euch schon Dutzende von außergewöhnlichen Gestalten in unserer Geschichte brachten. Immer wieder sagt der Koran: Vergesst nicht, was Abraham geschah, und erzählt dann eine Geschichte über Abraham. Oder: Vergesst nicht, was Josef geschah, und erzählt eine Geschichte über Josef. Doch das Interessante daran ist, die Geschichten sind Kurzfassungen dieser großen Erzählungen.